Ja, ihr Lieben, das Jurassic-Franchise geht weiter. Und was erzähle ich euch hier überhaupt jetzt Neues? Das wisst ihr natürlich auch alle schon längst. Ja, Jurassic World bekommt quasi eine Fortsetzung in Form einer Animationsserie, obwohl das Ganze ja mehr ein Brückenpart werden wird, denn die neue Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous wird zeitlich zwischen Jurassic World 2, Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion spielen. Die Serie werden wir jetzt am 24. Mai, war es glaube ich, auf Netflix sehen können. Und da bin ich auf der einen Seite schon sehr gespannt drauf. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es langsam immer interessanter wird, was aktuell mit dem neuen Jurassic-Film geschieht. Ja, von dem wir bisher immer noch nicht wissen, wie das ganze Ding jetzt heißen wird. Ich bleibe weiter dabei. Ich denke mal, Jurassic World wird die ganze Nummer eben nicht mehr heißen. Wir werden das Jurassic am Anfang vom Logo weiterhin behalten. Und es wird irgendwie einen neuen Titel geben. Also, wir nehmen jetzt hier Jurassic World 4 weiter. Weiterhin nur als Lückenfüller, so lange, bis wir eben wissen, wie das Ganze heißt. Oder von mir aus könnt ihr auch Jurassic 7 sagen. Einfach nur, weil einige von euch mich gefragt haben: Tobi, was heißt überhaupt Jurassic 7? Oder ja, Jurassic World 4 heißt der Film ja gar nicht. Ich weiß, aber wir müssen halt irgendwie einen Namen finden, dass wir darüber reden können. Scarlett Johansson scheint ja die Hauptrolle im Film nun bekommen zu haben. Ganz genau wissen wir das immer noch nicht. Was wir bisher allerdings wissen, ist, dass sie den Vorschlag vorgelegt bekommen hat. Und wie gesagt, Gerüchten zufolge hat sie das ganze Ding auch schon überschrieben. Da gibt es noch nichts Offizielles bisher. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Generell habe ich dir hier oben einfach am besten mal die gesamte Playlist zum Thema Jurassic World 4 oder eben Jurassic 7 verlinkt. Da kannst du dir gerne mal alle Gerüchte, Möchtegern-Leaks und ähnliches anschauen. Und ich will jetzt hier in dem Video auch nochmal ganz klar betonen, dass sich das Projekt wirklich so ultra früh in Kinderschuhen befindet, dass ich natürlich, wenn ich von Leaks rede, irgendwie auch noch von Gerüchten rede. Ich kann das wirklich null einschätzen, wie das Ganze im Endeffekt dann auch rüberkommen soll. Ein paar haben jetzt auch schon gesagt: Ja, aber du hast ja schon mal gesagt, dass das so ist, und dann war es auch nicht so. Ey, kleiner Spoiler, das kann immer wieder mal passieren, bis wir den Film gesehen haben. Deswegen sage ich auch immer wieder, es sind Leaks, die herausgeploppt sind, die als Leaks definiert werden oder eben auch nur Gerüchte. Aber da ich selbst noch nichts davon wirklich gesehen habe, da wir selber noch nichts aus erster Hand haben, kann man das Ganze sehr schwer bestätigen. Was wir allerdings jetzt neu als Bestätigung dazu bekommen haben, neben dem Fakt, dass Scarlett Johansson im Gespräch für die Hauptrolle ist, sind die Locations und der Zeitpunkt, ab wann der Film gedreht werden wird. Und ey, beim ersten Punkt bei den Locations, da müssen wir drüber quatschen. Das ist ein bisschen, ich habe da ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Eine Location davon hat mich wirklich schwer zum Durchschnaufen gebracht. Und was soll ich sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Besprechen wir vielleicht zu Beginn des Videos erstmal die Sache, die wir am schnellsten abhaken können: die Drehzeit des Films. Denn wir haben jetzt offizielle Angaben bekommen, wie lange laut Plan der gesamte Film gedreht werden soll. Wir reden jetzt hier allerdings alleine nur von der Drehzeit. Dabei ist nicht berücksichtigt die Post-Production und eben noch die gesamte Werbekampagne, die auch noch aufgebaut werden muss. Wir reden jetzt hier wirklich nur vom ersten Klappen der Filmklappe bis hin eben dann zum Schluss der letzten Szene. Und da haben wir jetzt folgende Daten offiziell geleakt bekommen. Und zwar ist der Drehbeginn aktuell angesetzt am 17. Juni 2024, also eben diesen Jahres. Und die ganze Nummer soll dann im Kasten sein bis hin zum 18. Oktober diesen Jahres. Und ja, natürlich hat sich auch Universal schon dazu geäußert und ganz klar betont, ihnen ist vollkommen klar, dass das generelle Zeitfenster zu dem Film eben nicht natürlich, also keine natürliche Länge hat. Das Ganze ist relativ zeitnah aneinander gepresst, aber sie bestehen dennoch darauf, dass die Planung dieses Films so gut sein soll angeblich. Eigentlich lustig, wenn man überlegt, dass sie noch immer keinen kompletten Cast haben, dass das aber definitiv bis nächstes Jahr klappen soll. Noch dazu soll der Film ja auch angeblich etwas kleiner werden als zum Beispiel Jurassic World Dominion und soll sich hierbei auf eine feste Location beziehen. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir die Bestätigung bekommen, dass der Film erneut auf Hawaii gedreht werden soll, und die ganze Nummer wurde auch von einem David Koepp so ein bisschen nach vorne getrieben. Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt, wo Hawaii noch ganz oben stand, noch kein Regisseur, und das wird gleich sehr wichtig sein, denn jetzt haben wir die aktuellen Reisedaten, die aktuellen Locations, die bisher gelistet sind. Es können weiterhin Locations dazu kommen mit der Zeit, das heißt, es kann sein, dass die Liste eben nicht ganz vollständig ist, und ebenfalls müssen wir über diese einzelnen Locations nochmal quatschen, weil die wohl nicht alle einfach nur zum Filmdreh benutzt werden. Allen voran fangen wir vielleicht mal so mit der möglichen Hiobsbotschaft an, wenn man sich das Ganze erstmal durchliest, und da haben wir auch ein paar von euch auf Instagram
Instagram geschickt. Tobi, hast du mitbekommen, der neue Jurassic-Film soll in London gedreht werden und dann alle wieder so, oh nein. Jurassic City, wird das Ding jetzt in der Stadt spielen? Was haben die jetzt mit London vor? Da kann ich euch ganz kurz mal die Panik nehmen, das ist relativ simpel. In London haben wir ein sehr großes Filmstudio, welches ebenfalls für die Special Effects oder auch Innenaufnahmen von Jurassic World Dominion als Beispiel tätig gewesen ist. Das heißt, in Sachen London macht es eben hier Sinn, dass wir das Ganze mehr so betrachten, dass London aufgelistet wurde als eben ein Teil, wo die ganze Produktion eben mit stattfindet, vollkommen klar. Aber das Ganze wird wohl mehr für die Post-Production letztendlich dann zuständig sein. Ich habe euch das Studio hier gerade mal eingeblendet. Ist jetzt also nichts Wildes, dass man sagen kann, okay, der Film spielt komplett in London. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Ich meine, wir müssen ja irgendwie unsere Hauptfigur, eventuell Scarlett Johansson, von einem bestimmten Ort in das Abenteuer reinschmeißen. Noch dazu spielt dieser Film ja scheinbar nach Jurassic World Dominion und ist ja deswegen in einer Welt, wo Dinosaurier überall ihren Weg gefunden haben. Also warum nicht auch London? Ist eigentlich im Endeffekt egal, aber trotz allem gehe ich davon aus, nein, dass London eben, genau wie auch bei Jurassic World, Dominion hier für das Filmstudio steht, welches eben für die CGI-Effekte mitverantwortlich sein wird. Des Weiteren ist Hawaii gestrichen. Ja, Hawaii, das große Inselfeeling, was wir uns eigentlich versprochen haben, das kommt jetzt wohl doch nicht mehr. Gareth Edwards hat sich nämlich dazu geäußert und er meinte, nee, Hawaii wird zumindest nicht als Location benutzt und ja, auch auf Hawaii gibt es wohl ein Filmstudio, welches zum Beispiel auch bei Jurassic Park sehr stark mitgewirkt hat. Und seine Aussage lässt so ein bisschen darauf schließen, dass Hawaii eher dann auch dafür mitgenutzt werden wird. Aber die große Location quasi, der Hintergrund des Films, wird nicht Hawaii werden, sondern zum einen Thailand. Ja, tatsächlich hat Gareth Edwards nach seinem aktuellsten Film, ich meine, das ist der aktuellste Film bis dato, von dem mir jetzt der Name nicht einfällt, obwohl ich es eben gerade noch gelesen habe. Ich werde es hier auf jeden Fall mal einblenden. Dieser Film mit diesen Maschinen, der aufgrund seines extrem guten CGIs auch sehr viel Lob bekommen hat, der Film wurde ebenfalls zum Teil auf Thailand gedreht. Und Gareth Edwards meinte, dass Thailand eine noch viel, viel bessere und wirklichere Version einer Isla, was auch immer, also einer Insel, rüberbringen könnte als Hawaii selber. Noch dazu gäbe es hier eben einfach ein paar Orte, die man eben auf Hawaii so nicht finden würde. Deswegen ist er zuversichtlich, dass damit das Inselfeeling etwas mehr rübergebracht wird. Damit bestätigt sich zumindest auch schon ein Teil des Leaks, den ich euch im Video davor vorgestellt habe. Der Film scheint mindestens zum Teil, vielleicht aber auch komplett auf einer Insel zu spielen. Also möglicherweise stimmt die ganze Nummer mit der Isla Sorna, dass wir eine Rettungsaktion bekommen. Allerdings könnte es aber auch sein, dass man hier eine neue Location gewählt hat, quasi ein anderes Inselfeeling, weil wir uns hier auf einer anderen Insel der fünf Tode befinden. Vielleicht sind wir hier weder auf der Isla Sorna noch auf der Isla Nubla, sondern irgendwo ganz anders. Das würde auf jeden Fall mit Sinn ergeben, warum man eine andere Insel gewählt hat. Und jetzt auch mal ganz ehrlich, Isla Nubla und Isla Sorna, langsam haben wir diese Inseln auch schon abgehakt. Es gibt noch mehr. Macht was mit den fünf Toten. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Kommen wir jetzt zur letzten Location, wo ich ein bisschen durchatmen musste. Das, was ich euch jetzt hier erzähle, hat noch kein Hand und Fuß, bis auf die Location, von der ich jetzt reden werde. Und ihr werdet gleich verstehen, warum ich da so ein bisschen durchatmen muss. Und ich will danach aber auch ganz kurz darauf eingehen, warum das der Fall sein könnte. Und zwar ist neben der Haupthandlung, die eben in Thailand spielt, also auf irgendeiner Insel sehr wahrscheinlich, nur wird das Ganze eben in Thailand gedreht, Malta, das zweite große Setting. Malta ist, ja, wer es nicht weiß, die Location, die wir auch in Jurassic World Dominion hatten, mit dem Schwarzmarkt. Und ey, ich habe da so ganz kurz aufatmen müssen. Es gibt keine offizielle Begründung, warum das Ganze auf Malta spielt. Die Seite Jurassic Outpost hat jedoch gesagt, naja, Malta ist gar nicht mal so unwichtig für die Jurassic-Reihe, denn da hat es tatsächlich angefangen, auf dem Schwarzmarkt, dass Dinosaurier sich wirklich auf der gesamten Welt verbreitet hatten. Und das stimmt irgendwo. Malta ist diesbezüglich schon sehr wichtig und tatsächlich könnte man Malta auch weiter in den kommenden Filmen benutzen, ohne auf die anderen Filme wirklich einzugehen. Ich verabschiede mich aber langsam so von der Aussage von David Koepp selber, der ja gemeint hat, ja, wir werden auf die anderen Filme überhaupt nicht mehr eingehen, wir wollen jetzt was komplett Eigenes machen. Dass der Film was Eigenes wird, das glaube ich, dass der einen eigenen Ton anschlägt, dass wir hier nichts sehen werden von Alan Grant, Ellie Sattler oder auch Owen und Claire. Allerdings glaube ich nicht, dass wir es schaffen werden, komplett referenzfrei auf die anderen Filme
eine Geschichte zu erzählen. Es macht auch irgendwie Sinn, dass man hier und da kleine, vielleicht Set-Pieces nimmt, in dem Fall halt eben mal komplett Malta, also dass man aber da irgendwie noch einen Bezug darauf nimmt. Man wird sehr wahrscheinlich aber eben nicht mehr darauf eingehen, wisst ihr noch damals in Jurassic Park, die Zeiten sind jetzt vorbei, der Jurassic World Park wird vielleicht hier und da nochmal erwähnt werden, aber generell Malta oder auch das Lockwood-Anwesen sind ja wirklich Schlüsselpunkte, egal was man von den Jurassic World Filmen hält. Diese Punkte sind wichtig für bestimmte Storylines. Und wenn die Leaks stimmen, könnte es ja wirklich sein, dass sogar eine Scarlett Johansson irgendwie mit dem Schwarzmarkt was zu tun hat auf Malta und dass dann da ein mögliches Trauma wieder hervorkommt und dann bekommen wir eben dann die Flashbacks auf die Insel. Oder wenn das mit den Flashbacks auch so einfach überhaupt nicht stimmen sollte, könnte die gesamte Malta-Nummer auch quasi nur für den Anfang des Films da sein, dass vielleicht eine Scarlett Johansson irgendwas auf dem Schwarzmarkt zu tun hat. Sie könnte wieder eine Agentin sein und keine Ahnung, dann irgendwie auf das Inselabenteuer rübergezogen werden. Und bitte lasst euch da von meiner Beschreibung jetzt auch nicht irreführen. Das hört sich alles wieder sehr generisch an. Irgendwelche Spion-Action-Filme. Es kann natürlich passieren, dass der Film genau das wird. Allerdings wird bisher immer noch gesagt, Leute, wir verabschieden uns von der Jurassic World Formel. Wir gehen jetzt wieder zu den Wurzeln einmal zurück und wir machen etwas ganz Neues daraus. Vielleicht werden wir hier belogen, aber so lange, bis wir belogen werden, sollten wir dann doch vielleicht irgendwie den Worten glauben, die uns hier geschenkt werden. Ähnlich wie auch in der Politik. Erstmal wählen und danach gucken, wer uns am Ende anlügt und wer nicht. Aber ich glaube immer noch, dass gerade ein Gareth Edwards und eben auch ein David Koepp, dass die beide gemeinsam dann doch einfach sehr viel bewirken können. Denn David Koepp ist eben der Drehbuchautor von Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 und Gareth Edwards hat Filme gemacht wie The Creator. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. The Creator oder eben auch Godzilla 2014, mein Lieblings-Godzilla-Film aus dem Monsterverse, oder er hat auch Rogue One gemacht und ey, das kann wirklich eine gute Sache werden. Deswegen würde ich sagen, warten wir da erstmal ab, bis wir jetzt hier wirklich irgendwas von dem Film mal gesehen oder gehört haben. Und wenn es eben nur ein Teaser ist, der uns vielleicht auch mal die Location so ein bisschen zeigt. Ich habe euch hier mal ein paar Bilder auch von Thailand eingeblendet, die gut in das Jurassic-Setting passen würden, tatsächlich. Also das könnte eine Isla Sorna sein, wenn es denn wieder die Sorna sein muss unbedingt. Aber das könnte eben auch eine andere Insel der Fünf Tode sein. Das würde unfassbar gut mit dazu passen. Und Malta, wie gesagt, Malta hat für mich im Film nicht funktioniert. Ich finde das Malta-DLC von Jurassic World Evolution 2 unfassbar beschissen. Malta ist halt so ein kleiner, ja, als würde da so ein Fluch drauf liegen. Aber wie gesagt, wir warten es einfach mal ab. Und ihr schreibt mir jetzt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Und ich würde sagen, dann hören wir uns zum nächsten Video wieder. Vielleicht sogar schon mit den nächsten News zum kommenden Jurassic-Film, wer weiß. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.